Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen Lego Jurassic World und wir starten das Ganze einfach schon mal. So, ihr habt jetzt nicht direkt den Startbildschirm gesehen, weil ich schon mal ein bisschen die Einstellungen mir angeguckt habe. Ich habe den Untertitel eingestellt. Nicht wundern, auch wenn es wirklich cooler Soundtrack ist. Ich habe die Musik ausgestellt, da ich nicht weiß, ob ich vielleicht Probleme kriegen könnte, was die Rechte an den Musikstücken angeht. Deswegen spielen wir das Ganze ohne Musik, aber ich denke, das wird auch so eine Menge Spaß machen. Was war das im Hintergrund? Ein Dino auf dem Motorrad? Wir starten einfach mal. So, genau. Das ist natürlich ein Blind-Spiel, weil ich natürlich noch nicht gespielt habe. Das Spiel ist gestern rausgekommen. Ja, ja, speicher du mal. Ich will jetzt endlich spielen. So, was haben wir? Automatisches Speichern wird jetzt Spiel 1 verwenden. Schalte bitte die Xbox-Konsole nicht aus. Ja, ja, okay. Und los geht's. Da scheint ein Dino angeliefert zu werden. Die Wurst packst du besser da mal weg, junger Mann hier. Das wird, glaube ich, den Dino ein bisschen wuschig machen da drin. Volle Kraft. Raptorentransport. Okay, da scheint ein Raptor geliefert zu werden. Yay, und es geht los. Was kann man denn alles machen? Okay. Okay, damit springen wir. Okay, kaputt schlagen können wir natürlich auch wieder jede Menge. Tut mir leid, aber bis der neue Generator ausgepackt und aufgebaut ist, kommt niemand ins Raptorengehege. Ah, okay, hier können wir auch wieder die Charaktere wechseln. Super, das erinnert mich doch glatt hier an Lego City Undercover. Da war auch dieses Rad zu sehen. Okay, mit B scheinen wir nichts machen zu können. Zack, zack, wir hauen hier wieder alles kaputt. Was müssen wir denn machen? So, da wird schon B angezeigt. Das Übliche in den Lego-Spielen. Wir können Sachen zusammenbauen. Yay. Benutzt den Schockstab, um ihn anzuwerfen. Okay, den Schockstab. Dann machen wir das mal. Ich denke mal hier, das wird der Schockstab sein. Und schon haben wir Strom hier in der Bude. Was ist denn diese... Ach ja, was immer du tust, versuch niemals, diese Teile mit der Zunge zu berühren. Nee, hatte ich nicht vor. Ich wollte da nicht mit der Zunge dran gehen. Und wir können wieder Stats einsammeln. Ich bin mal gespannt, was wir hier in dem Spiel für die Stats dann bekommen. Da können wir bestimmt wieder irgendwas mit kaufen. Die Gefahr, diese Schwüle fast wieder weg. Was fehlt dir denn noch zu deinem Glück? Bessere Plunderstückchen. Es werden wieder blöde Sprüche gerissen hier in dem Spiel. Hier war doch ein blauer Stat. Die sind immer wieder ein bisschen mehr wert. Ich glaube, die silbernen, gucken wir mal, die sind wie viel wert? 10. Na, das war ja mal gar nichts. Magst du mal lecken? Nein, möchte er nicht. So, mal ein bisschen was hier kaputt hauen. Können wir hier mitfahren? Yay! So kriegen wir doch die Sachen viel schneller kaputt. Mensch, hätte ich das mal eher gesehen. Jetzt ist kaum noch was zu kaputt machen. Okay, steig aus. Hier haben wir doch eine Leiter. Genau, da kommen wir direkt nach oben. Da habe ich nämlich auch schon von unten so ein Elektroteil wieder gesehen. Rein damit.
Er hat die Käfigbahn kaputt gemacht. Bis die wieder läuft, bewegt sich dieser Raptor nicht vom Fleck. So, da steht auch schon das nächste Elektroteil, was von uns mit Strom versorgt werden will. Okay, was haben wir denn hier? Achso, wir müssen wechseln. Jetzt hat er mit Y gewechselt und jetzt können wir uns... Was ist das? Ah, das ist auch wie Lego City Undercover. Der Detektiv-Scan quasi. Ja, Muldoon sagt, wir sollen irgendwo raufklettern, damit er uns nicht erwischt. Ah, die gehen hier genauso Schlangenlinie. Oh, es gibt also einen richtigen Plan, hm? Ich hätte dich ihm einfach... Und hier können wir wieder bauen. Richtig, wir müssen wahrscheinlich das Gehege da reinschieben, beziehungsweise diesen Transportkasten. Wow, was wackelt hier so? Funktioniert diese Schalltafel noch? Muss ich meine Postleitzahl eingeben? So, was können wir denn hier noch so machen? Du machst nix. Ah, okay. Cool, mit Y können wir ganz schnell wechseln, da brauchen wir gar nicht das Rad aufmachen. Zack, das müsste auch der letzte gewesen sein. Ach, das war nur wieder was zum Sammeln. Och, nee. Was müssen wir denn hier machen? Kommen wir hier irgendwie rein? Ah. Kannst du nicht. Okay, das muss hier. Geh mal weg. Lass mich das mal machen. Muss ich hier irgendwas aufschießen? Peng. Geht nicht. Ah, okay. Das ist er gar nicht. Ich dachte, das wäre er gewesen. Da brauchen wir wohl noch einen anderen Charakter. Was sind denn hier diese... Lass mich dir einen guten Rat geben. Ah. Okay, muss dagegen hauen, um eine Hilfe zu bekommen. Halte X gedrückt und ziele mit Hilfe von L. Lasse dann X wieder los, um zu feuern. Okay, okay. Dann mache ich das mal. Dann drücke ich mal. Okay, dann kriegen wir so ein Kreuz. So ein Fadenkreuz. Und da haben wir eine Zielscheibe. Was passiert dann? Dann fällt das runter. Oh. Prima, dann können wir hier diese Plattform vervollständigen. Eine Panik! Oh. Noch kann ich nichts machen. Jetzt aber. Erstmal sammle ich hier mein Geld ein. Jetzt müssen wir den wohl hier reinschieben. Fragen wir doch mal. Lauf einfach gegen schwere Lego-Gegenstände, um sie auf Schachbrettbahnen entlang zu schieben. Ja, das kennen wir schon aus anderen Lego-Spielen. Dann schieben wir mal das gute Ding hier rein. Schiebetrupp, zurücktreten! Die Käfigleiter klemmt. Kann noch mal jemand den Sicherheitscode eingeben? Den Sicherheitscode eingeben? Wie mache ich das denn? Wie lautet der denn? Ich komme mit dieser Schalltafel so gar nicht klar. Dann hast du, glaube ich, deinen Job verfehlt. So. Wir können Zugangsschalter wie diesen verwenden. Drücke die angezeigten Tasten in der richtigen Reihenfolge, um den Code korrekt einzugeben. Dann probieren wir das mal. X, Y, X. Das sollten wir hinkriegen. X, Y, X. X. Jawohl, richtig eingegeben den Code. So, was ist jetzt passiert? Ist er nur drin, unser Raptor? Er ist drin. Was sollen wir jetzt weiter tun? Das ist die Frage. Ah, hier ist eine Leiter. Stimmt, das klappte aus, als wir hier das Ding rangeschoben haben und das
und den Dinosaurier ins Gehege gelassen haben, aber das sieht nach einer Stromsache aus. Also kommt hier unser Kollege wieder ans Arbeiten. Genau, die Wurst hast du dir verdient. Von Anfang an gesagt, das mit der Wurst ist keine gute Idee, aber nein. Er muss ja unbedingt in der Wurst ankommen. Nein, kein Velociraptor. Vielleicht wurde bei einer anderen Ausgrabungsstätte was gefunden. Okay, wir sind jetzt gewechselt zu den Wissenschaftlern. Ich muss gestehen, ich habe den ersten Teil zwar gesehen, Jurassic Park, von Jurassic Park, aber ich habe nur noch ganz, ganz wenig Erinnerung. Das ist ja unglaublich. So, ich weiß nur, dass irgendwer diesen Park eröffnen wollte mit diesen Dinos da drin und dass alle sagten, das ist keine gute Idee. Und hier die Wissenschaftler später gerufen wurden, um diesen Park, um die Sicherheit des Parks zu testen. Genau hier befindet sich ein Raptor. Zack, was haben wir hier? Verwende eine Schaufel. Wie die unser Charakter, den wir jetzt gerade bewegen hat, um an Orten wie diesem zu graben. So. Dann nimm mal deine Schaufel und grab. Ach, Mano, es war da drüben. Ich war so nah dran. Und direkt können wir bauen. Aber wenn das so einfach wäre, hier die Dino-Knochen auszugraben. Ja, und wenigstens ein Teil der Lorbeeren gebührt mir. Es war so. Mein Fund. Gib uns doch mal einen Tipp. Agile Charaktere wie die Dame können besonders hoch springen. Drücke hierfür A. Okay, das ist in fast allen Lego-Spielen so, dass Frauen in Lego-Spielen höher springen können als die anderen Charaktere. So, geh doch mal da drauf. Genau. Hep. So, und jetzt kannst du vermutlich was bauen. Sonst hätte das keinen Sinn gemacht, da hochzuspringen. So, direkt die Steinchen hier holen, bevor die verschwinden. Und dann geht's wieder hoch. Ist das Teil festgeschraubt? Komm schon. So, was haben wir denn hier noch alles? Ding da rauskriege, bin ich ausgestorben. Hier ist wieder was zu bauen. Wenn die Lego-Steine so hüpfen, dann können wir wieder irgendwas zusammenbauen. Ein Presslufthammer? Ein Presslufthammer. Ja, dann leg mal los. Hast du etwas Kleber dabei? Kleber nicht, aber wozu Kleber? Ach, kann der nur bauen? Okay. Die Wissenschaftlerin scheint also nicht bauen zu können, aber dafür kannst du jetzt höher springen. Vielleicht wurde bei einer anderen Ausgrabungsstätte was gefunden. Wieso unterbrecht ihr uns? Lasst uns mal hier unsere Arbeit machen. So, gehen wir mit dem Typen mal dahin, um hier was zusammenzubauen wieder. Eins von vier. Ja, es geht wieder los in den Lego-Spielen. So. Hey, wieso springst du da wieder runter? So, jetzt bleib bitte schön auch da oben drauf. Hep. Da rein. Genau. So, können wir hier noch was machen? Nein, da können wir nur Stats sammeln. Komm, weiter geht's. Waren wir schon oben, aber da ging es noch woanders lang. Das eine Mal, dass ich keine Schere dabei habe. So, gucken wir doch mal, was wir hier machen können. Scharfe Gegenstände, wie zum Beispiel eine Sichel, können Lego-Seile und Lianen durchtrennen.
Okay, wer hat denn so eine Liane? Die kann hier aber nichts machen. Komm, wer war denn das? Was ist das überhaupt, ein Weberknoten? Gucken wir doch mal. Kannst du hier irgendwas ist das machen? Ein Pahlsteg. Er hat eine Schaufel. Hast du denn so eine Sichel? Nicht, dass ich wüsste. Sie hat da irgendwas hängen, aber was könnte das denn sein? Fischerknoten? Eine, ja, so eine Düse, wo Flüssigkeit drin ist, um irgendwas sauber zu spritzen oder Druckluft oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Wir gucken erstmal, was wir hier noch alles anstellen können. Denk dran, die Doktoren Settler und Grant wollen, dass wir bei diesem Fossil größte Vorsicht walten lassen. So, hier kann sie bestimmt wieder... Doch, sie kann auch bauen. Wieso konnte sie daneben nicht bauen? Das verstehe ich nicht. Ja, vielleicht hat das irgendwas mit den Dinos zu tun. Vielleicht kann nur der Wissenschaftler irgendwie die Dinos zusammenbauen. Keine Ahnung. Aber ich denke mal, das werden wir noch alles rausfinden hier während des Spiels. Stöhnt sie denn auch die ganze Zeit? Junge, Junge. Was wird da immer eingeblendet? Ah, okay. Da sollen wir mit diesem Gerät hin, was wir zusammengebaut haben. So deute ich das mal. Kann ich denn da einsteigen? Ja, kann ich. Dann fahr mal dahin. Ja, wow. Machen Sie selbst ja auch immer. Geh mal weg da. Beim nächsten Mal bringe ich einen Sandstrahler mit. So, dann steigt mal aus und dann wechseln wir mal. Verwenden eine Schaufel. Ja, okay. Den Tipp musst du jetzt auch nicht jedes Mal bringen. Ich habe das in den letzten 5 Minuten jetzt auch nicht vergessen, dass ich hier graben kann. So, und dann bau mal wieder zusammen. Zack, 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 zack. 16 cm lange Raubkralle, scharf wie ein Rasiermesser auf der Mittelzehe. Ah, jetzt haben wir so eine Kralle. Also gar keine Sichel, sondern eine Raptorenkralle. Dr. Grant, Dr. Settler, wir sind fertig für den nächsten Versuch. Ich hasse Computer. Beruht auf Gegenseitigkeit. Okay, aber bevor wir da hingehen, glaube ich, können wir hier noch was anders machen. Wir können ja noch dieses Raptoren-Skelett hochklettern. Beziehungsweise die Frau kann da hochspringen. Ah, jetzt ist sie auch mal richtig gelandet. Geht doch. Hep, spring mal rüber. Das wird bestimmt wieder eine Leiter. Chaka. Ich bin so klug. K-L-U-K. Dann holen wir doch mal unseren Wissenschaftler hier hoch. Nee, nicht runterkommen. Himmel. So, was können wir denn hier oben Feines machen? Erstmal alles kaputt. Wow, was rutschst du da rum? Okay, das kannst du nicht kaputt machen. Das ist merkwürdig. Ich habe doch hier einen Drang, alles kaputt zu machen. Okay, dann wird das vielleicht noch irgendwie gebraucht. Hier muss auch keiner mehr auf Klo, oder? Jungs, muss hier irgendwer auf Klo? Zu spät. Bäh, spritzt uns auch noch die Suppe hier entgegen. Die ist hier eklig. Und nochmal Süppchen. Kaktus, klar, da hauen wir gegen. Tut auch gar nicht weh. Was haben wir hier noch? Ah, was zum Bauen, yay. Natürlich, wieder eine Burg. Kaputt, kaputt und ein blauer Stein, das ist immer gut. Das Geld nehmen wir noch mit. Die paar Kröten, da wollen wir nicht drauf verzichten. Ach, hier können wir auch noch mal hin. Tatsache. Wow, hätte ich bald nicht gesehen. Ach, kann sie nur das Ding hier fahren oder was? Oder war ich nicht nah genug dran? Egal, weg da. So, und du besser auch weg hier. Ach, das war's? Ich bin jetzt hier nur... Hoppala, Entschuldigung. Mehr gibt's hier tatsächlich nicht. Aber hier ist doch noch was. Ah.
So, hier, Frau am Steuer. Solltet ihr sehen und rechtzeitig abhauen. Na, das blaue Steinchen möchte ich. So. Können wir sonst noch irgendwo drüber fahren? Du buddelst da so rum. Na, dann fahren wir doch mal hier vorne hin. Wo wir auch ursprünglich hoch sollten. Okay, weiter kommen wir nicht. Dann wechseln wir mal direkt hier wieder zurück auf unseren Wissenschaftler. Ich geb's auf. Versuch du's mal. Okay, ich versuch's mal. Oh, Vorsicht. Dieses Seil hält. Achso, okay. B schnell hintereinander drücken. Ich dachte, gedrückt halten. Zerbrechlicher. Das passt. Dieses Seil hält zerbrechliche Ausrüstung. Sorry. Was zuckelst du denn hier rum? So, befreit. Hepp, hepp. Und hoch geht's. Und schon können wir wieder alles kaputt machen. Der perfekt erhaltene Schenkelknochen eines Compsognathus. Oh, nein. Das ist meiner. Ich hatte Hähnchenschenkel zu Mittag. So. Jetzt hört mal alle auf, hier rumzulabern. Wow, was geht denn da hinten ab? Glitzi-Glitzi-Zeug. Wie kommen wir denn da hin? Hier kommen wir noch nicht dahin. Nee. Ich hoffe, ich bin da jetzt nicht schon vorbeigerannt. Und immer schön Stats sammeln. Okay, jetzt weiß ich, was das Problem ist. Es braucht zwei Räder, nicht nur eins. Und einen Lenker. Deswegen bist du runtergefallen, Dave. Kein Lenker. Na sicher. Mann, 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 seid ihr doof hier. Zwei Räder und ein Lenker, ist doch klar. So, das soll heißen, wir sollen jetzt zwei Räder und einen Lenker besorgen. So deute ich das Ganze mal. So, und schön wieder Stats sammeln. Ah, da wird auch schon angezeigt, hier diese Steinformation, sage ich jetzt mal, auf dem Boden. Das wird wohl dieses Gerät sein, was wir noch zusammenbauen müssen. Damit müssen wir wohl hier drüber fahren. Steinchen, Steinchen sammeln. Ah, ein Rad, ein Rad. So, dann schnappt ihr das Rad mal. Und mit dem Pfeil kriegen wir auch direkt wieder angezeigt, wo wir damit hin müssen. Danke. Ja, jetzt sollte es nicht mehr zur Seite kippen und nur im Kreis fahren. So, genau. Das altbewährte Lego-Spielprinzip wird hier immer wieder angewandt. Mithilfe des scharfen Gegenstandes. Jo, ich weiß es. Aber ich wollte eigentlich hier bauen. Aber wahrscheinlich wieder so eine Burg sein. Richtig. Okay. So. Wie konnte man denn hier nochmal... Ah. Einfach schlagen. Dann packt er die Sichel von alleine aus. Und das wird dann der Lenker sein. Genau. Dann wollen wir mal zurück... So. Fantastisch. Jetzt sieht es genauso aus wie in der Anleitung. Man jagt den Radarstrahl in den Boden und der Knochen reflektiert das Bild. Das Programm ist unglaublich. Noch zwei Jahre. Wir brauchen nicht mal mehr Zeit. Wo bleibt denn da der Spaß? So. Wozu braucht bitte schön dieses Ding Räder? Du solltest da weggehen. Springt hier durch die Gegend. Du solltest da weggehen, hab ich gesagt. Das Ding sieht aus wie ein 2-Meter-Truthahn. Und eine Gitarre. Ein sehr musikalischer Dino. Okay, das ist doch bestimmt dieser Typ, der den Park eröffnen will, der uns jetzt abholen kommt. Machen wir noch ein paar Sachen kaputt. Okay, unsere Burg können wir nicht kaputt machen. Yay! Jetzt haben wir ja doch mal die Musik gehört. Wir können also hier auch wieder so viele Stats einsammeln, dass wir oben diese jetzt gelb blinkende Leiste voll kriegen. Jetzt immer andere Bezeichnungen. Wahrer Held. In dem Moment sind wir jetzt hier. Ein wahrer Überlebender. Okay. Da können wir nicht rein. War da nicht irgendwas? Was dauert... Ich dachte, ich hätte irgendwas in der Höhle kurz aufblinken sehen, aufblitzen sehen.
So, da braucht man jetzt wohl wieder die Frau, um hier hochzukommen. Dann geh mal da hoch. Beziehungsweise hol das mal runter, was da oben ist. Okay, hier sind wieder Knochen. Kann scheint tatsächlich nur der Mann dieses Skelett zusammenbauen zu können. Alles andere kann wohl auch die Frau bauen. Erstmal holen wir uns hier... Ah, da scheint so eine Art Trampolin zu sein. Genau, da brauchen wir uns die Hilfe nicht anzeigen lassen. Ein Lego-Hubschrauber, wie cool. Genau, mein Hut geht fliegen, hallo? Schalt mal schön den Motor hier aus. So, wo können wir denn hier noch überall hin? Okay, Richtung Hubschrauber können wir schon mal nicht. Da hatte er gerade eine leichte Abneigung gezeigt. Wahrscheinlich, weil es auch viel zu windig ist. Verständlich dann auch. Und du musst auf Toilette. Da sitzt jemand drin. Soll ich dir mal eine Freude machen? Willst du mal sehen, wer da drin sitzt? Schade, ich dachte, da wird jetzt jemand drin sitzen. Aber hier können wir jetzt ran. Das gibt auch wieder jede Menge Stats. Okay, da haben wir auch wieder irgendwas gefunden. Was können wir hier machen? Gar nichts. Okay, den Charakter scheinen wir auch noch nicht zu haben. Zack, zack, alles kaputt. Okay, ein Wohnwagen haben wir hier. Wo ist der Typ denn hingegangen? Ah, hier ist noch wahrscheinlich die letzte Burg. Konnten ja 4 Sandburgen hier finden. Jawohl, dafür gibt es dann auch wieder so eine Kiste mit Knochen. Welchen Hund würde ich mich jetzt gerade freuen? Ansonsten weiß ich jetzt noch nicht, was uns das bringt. Okay, den Charakter haben wir auch noch nicht. Sehe schon wieder, hier können wir wieder jede Menge zusammensammeln. Okay, können wir doch kaputt machen. Hat eben nur nicht beim ersten Mal geklappt. Gehen wir doch mal hier rein. Wer sind Sie eigentlich? Ah! John Hammett. Ich besitze eine Insel. Eine Art biologisches Reservat. Spektakulär. Ich habe keine Kosten gescheut. Unsere Attraktion wird die Kinder um den Verstand bringen. Wenn ich Sie dazu überreden könnte, den Park quasi abzusegnen, könnte ich meinen Terminplan einhalten. Was für ein Park ist das denn? Er fällt in Ihr Fachgebiet. Und schon sind wir auf dem also Weg Sie beide zum Park. Buddeln Dinosaurier aus? Naja. Wir versuchen es. Sie werden sich an Dr. Malcolm gewöhnen müssen. Er leidet an einem entsetzlichen Übermaß von Persönlichkeit, besonders für einen Mathematiker. Chaos, Chaos-Theoretiker, um genau zu sein. Ja, cool, da ist die Insel mit dem Park. Auf geht's. Willkommen im Jurassic Park. Das war auch schon das erste Level. Und wir haben Punkte und Punkte und Punkte. 55.200 Stats. Ob das gut ist, ich weiß das nicht. Mal gucken, was wir dafür irgendwann mal kriegen. Wahrscheinlich können wir Charaktere kaufen und freischalten. Ja, diese Minikits, genau. Die kennt man auch aus anderen Lego-Spielen. Hier können wir jetzt wohl Dinosaurier-Skelette zusammenbauen, indem wir die ganzen Minikits in den Leveln finden. So, genau. Jetzt haben wir schon mal ein paar Charaktere. Und wir sehen auch schon an den ganzen Schlössern, da gibt es wieder einiges zu sammeln. Praktikantin haben wir auch noch. Okay, die bleibt aber schwarz hinterlegt. Sprich, die müssen wir irgendwo noch kaufen. Ich denke mal, das funktioniert tatsächlich mit diesen Stats. Okay, Fahrzeuge gibt es dann hier auch noch. Um Gottes Willen. Kehrmaschine, klar, die hatten wir auch. Den Gabelstapler.
und einen Bernstein. Und es gibt wieder goldene Lego-Steine. 275 diesmal im ganzen Spiel. Okay. Und ich würde sagen, das nächste Level, da schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin Spaß und ich würde mich freuen, euch in der nächsten Folge wiederzusehen. Bis dann. Ciao.